Nächster Redner hat das Wort, der Kollege Steffen Kotré, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister Altmaier, 58% erneuerbarer Strom sind nicht gut, sondern schlecht. Denn diese bedeuten einfach, dass wir weiter Deindustrialisierung haben, dass wir steigende Strompreise haben, eben deshalb Deindustrialisierung, und dass wir eben sinkende Versorgungssicherheit haben. Und das ist ja auch nur ein Zeitfenster. Wir können ja an Kapazität zubauen, wie wir wollen. Da kommt ja nicht anschließend mehr Strom raus, weil der Strom eben nicht dann produziert wird, wenn er gebraucht wird, sondern einfach so. Und die EEG-Umlage, die sinkt nicht einfach nur so, nein, weil der Steuerzahler jetzt bemüht wird. Im nächsten Haushalt stehen ja diese 10,8 Milliarden drin. Und Sie wissen ganz genau, die Strompreise würden ja durch die Decke gehen, wenn man das nicht verschleiern würde, wenn man da nicht Steuergelder für nehmen würde. Und deswegen ist diese Aussage einfach falsch. Aber was uns noch mal aufhorchen lassen hat, ist, dass Sie sagen, mit erneuerbaren Anlagen würde man den ländlichen Raum unterstützen können. Aber Herr Altmaier, den ländlichen Raum unterstützen wir mit gezielten Subventionen, doch nicht mit Subventionen in Erneuerbare, um dann daraus indirekt die Subventionen im ländlichen Raum zu machen. Das ist doch völliger Quatsch, meine Damen und Herren. Und man sieht daran, aus all diesen ganzen Dingen, dass die Energiewende so nicht funktioniert, geht ja auch nicht, weil sie eben planwirtschaftlich ist. Und nun sollen Windindustrieanlagen zur nationalen Sicherheit gehören und im öffentlichen Interesse sein. Das ist völlig absurd. Die erneuerbaren Energien, die senken die Versorgungssicherheit. Jeder Zubau senkt die Versorgungssicherheit. Der Grenznutzen ist geringer. Und wenn die erneuerbaren, wenn die konventionellen Stromversorgungsanlagen sinken, dann sinkt eben, wie gesagt, die Versorgungssicherheit. Und nun sollen also weitere Rechtswege und Rechtsstaatlichkeit beschnitten werden, da die Energiewende nicht funktioniert. Erst letztens wurde der Rechtsweg verhindert, um umweltschädliche Windindustrieanlagen durch das Investitionsbeschleunigungsgesetz einzuengen. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen ein Windrad vor der Haustür hat keine aufschiebende Wirkung mehr. Davon träumt jeder Mittelständler, der seinen Betrieb etwas ausweiten will, der träumt von solchen Möglichkeiten, meine Damen und Herren. Und die Energiewende ist gescheitert, und jetzt müssen eben die gesetzlichen Grundlagen weiter verändert werden. Die Errichtung von Windindustrieanlagen und Solarmonokulturen sollen nun diesen herausragenden Status erhalten. Sie werden erklärt als im öffentlichen Interesse stehend und für die nationale Sicherheit notwendig, pauschal und ohne Berücksichtigung des Einzelfalles. Das sind staatliche Fake News, das sind regierungsamtliche Falschbehauptungen, meine Damen und Herren. Und dieser Abbau der Rechtsstaatlichkeit, der zeigt sich eben auch im Begründungstext. Die Existenz des Staates, ja selbst das Überleben der Bevölkerung von einer sicheren Energieversorgung, ist inhärent. Das ist soweit richtig. Doch die Bundesregierung handelt genau entgegengesetzt, und das eben vorsätzlich. Denn der Kohle- und Kernenergieausstieg verringert ja eben gerade die Versorgungssicherheit. Der Zubau von Windindustrieanlagen verringert die Versorgungssicherheit. Also willkommen, meine Damen und Herren, in Absurdistan. Absurder kann es eigentlich nicht sein. Und diese Gefährdung der Energieversorgung als Element der nationalen Sicherheit zu verkaufen, macht also dem Politbüro der ZK, der SED alle Ehre. So war damals zum Beispiel der antifaschistische Schutzwall auch errichtet, in Anführungszeichen zur Sicherheit der Menschen. Aber es war natürlich klar, dass es die Freiheit der Menschen einschränkt, genauso wie das jetzt hier den Umweltschutz und die Versorgungssicherheit, meine Damen und Herren. Deswegen lesen wir diese gesetzlichen Regelungen ab und verweisen auf unsere Forderung, dass wir das EEG in Zukunft abschaffen wollen. Das genau ist der richtige und zukunftsweisende Weg. Vielen Dank, Herr Kollege Kotré.